was ein schöner Tag in der Stadt heute. Komm her! Warte mal, was? Vitamine, lass mich runter! Ab geht es für dich in die Toilette! Nein, 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 stopp, stopp, stopp! Nicht in die Toilette, nicht in die Toilette! Viel Spaß! Und nein. Ich bin okay. Wir werden runtergespielt, Freunde! Freunde, heute spielen wir alles die Toilette runter. Und jetzt schnell weg hier. Ich muss von der Riesenrad abhauen. Komm her. Nein, niemals. Vitamine, hau ab. Was hast du für Riesenhände heute? Du gehörst in die Toilette zu meinen ganzen Gegenständen. Was ist das hier? Was spielst du alles die Toilette heute runter? Oh mein Gott, ich bin entkommen. Nein. Tschüss, Noob. Ich hab dich wieder. Nein, 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 Freunde. Wir müssen der Toilette entkommen. Was hast du hier alles reingeschmissen? Alle Gegenstände und die werden mit dir runtergespült. Oh, 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 oh. Alles wird runtergespült, Freunde. Oh mein Gott, was passiert mit mir? Whoa, oh mein Gott. Mein Gott, ich verdiene gerade so viel Geld. Jetzt bin ich so klein. Und ich bin riesengroß. Aber Vitamine, wo bist du? Versteck dich nicht vor mir. Oh nein, ich muss in irgendein Haus gehen. Ich sehe dich. Steh geblieben. Und oh mein Gott, Freunde, wartet mal. Wir können sogar hier Sachen auf dich werfen. Ich hab mich versteckt. Du wirst mich niemals bekommen. Oh mein Gott, Vitamine, schau mal nach oben. Es regnet ein riesen Mops vom Himmel. Was? Und hallo? Ist da wer im Haus drinnen? Nein, lass mich zufrieden. Niemals, Vitamine. Wow, ich habe das ganze Haus geklaut. Und was? Du bist mir entkommen? Ich bin entkommen. Ich bin noch am Wegrennen. Ich habe mich schon wieder versteckt. Achtung, ich lasse Häuser auf dich fallen. Es regnet Häuser. Nein! So, Vitamine. Und jetzt würde ich sagen, ich werde jetzt das ganze Haus runterspülen. Ich sehe dich da drinnen. Nein, das gibt es nicht. Lass mich raus hier. Freunde, das hier ist hier meine Toilette. Und ich würde sagen, ich werde jetzt das ganze Haus runterspülen. So, Vitamine, rein in die Toilette mit dir. Und wir betätigen den Schalter. Und wow, du wirst runtergespült. Let's go. Oh mein Gott, ich hoffe, die Toilette wird nicht verstopfen, ne, durch das Haus. Ew. Und Freunde, jetzt, oh, bekommen wir dadurch Geld einfach, indem wir Items runterspülen. Das ist praktisch, muss ich sagen. Und das Geld benutzen wir, um neue Items zu kaufen. Zum Beispiel können wir uns sogar, oh, diesen Mops hier kaufen. Warte mal, was passiert, wenn wir diesen Mops runterspülen? Ich glaube, dann erhältst du weitere Punkte. Okay, schaffen wir es, einen ganzen Hund die Toilette runterspülen? Mops, es tut mir leid, aber, oh mein Gott, für die Wissenschaft. Wir spielen den ganzen Mobs einfach unter. Wow, du hast jetzt auch Riesenhände. Ja, ich habe riesige Hände. Und oh mein Gott, der arme. Der arme Mobs, aber wir bekommen Geld. Let's go, Freunde. Easy peasy. Das ist sehr cool. Und rechts seht ihr, Freunde, wir haben hier ganz viele Items, die wir hier benutzen können und die wir heute die Toilette runterspielen werden. Das wird so viel Spaß machen. Und was hast du? Du hast ein, was? Ein Riesenbaby? Das Riesenbaby kommt in den Vulkan. Nein, das arme Riesenbaby. Oh mein Gott, was hast du mit dir getan? Ich rette es und, oh, okay, es ist zu spät, um es zu retten, Freunde. Wir hatten keine Chance gehabt, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, komm, lass doch mal zu den Toiletten gehen. Und wartet mal, wir werden jetzt hier alles runterspielen, was geht. Oh ja, da bin ich so gespannt drauf. Ich lasse eine Bombe in meine Toilette fallen. Oh mein Gott, nicht, dass deine Toilette explodiert gleich. Ich hoffe natürlich nicht, aber ich sammle ganz viel Geld ein. Und ich lasse jetzt hier, boom, diesen Hamster runterfallen. Oh mein Gott, denkst du, die Toilette wird verstopfen? Da kommt doch ein... stopp, stopp, das ist zu viel, das ist zu viel. Die Toilette verstopft die Termine. Ein Hamster, ein Nerd, ein Mob, nein. Ein Obama, oh ein mein Nerd. Gott. Was? Und wir bekommen jetzt hier das ganze Geld. Oh mein Gott. So viel Geld verdienen wir, indem wir einfach Items die Toilette runterspielen. Okay, eigentlich muss doch ein Fisch schwimmen, oder nicht, in der Toilette? Was ist mit dem hier? Guck mal, er schwimmt sogar wirklich. Oh mein Gott, ja, oh mein Gott. Er wird eingezogen, Freunde. Oh, Achtung, Achtung, Achtung. Aber ich würde sagen, wir werden jetzt auch alles reinwerfen. So, der Mops wird auch noch reingeworfen. Was ist das hier, ein Emoji? Wäre es möglich, dass irgendwas verstopft ist? Oh, ne. Ja, genau, meine Toilette ist verstopft. Wie das Ganze passiert ist, ist eine lange Geschichte, würde ich sagen. Aber Achtung, es regnet Obama vom Himmel. Und wir werden jetzt alles reintun. Ich versuche auch mal, meine Toilette so voll zu machen, wie es nur geht. Okay, und schau mal, das ist hier von Alles steht Kopf 2, die Wut. Und ich habe sogar ein Anzugs-Nilpferd reingeworfen. Was ist ein Anzugs-Nilpferd? Und oh, Freunde, ich glaube...
Wasseranzug liefern. Was machst du da? Was ist das da bei der Toilette? Ich versuche es so voll zu machen, wie es nur geht. Oh mein Gott, ich glaube, meine Toilette ist schon super voll. Oh, wir haben sogar Steine. Oh mein Gott, ich glaube, das wird explodieren, Ritz. Vitamine. Ich glaube, du übertreibst ein bisschen mit deiner Toilette, ne? Und sogar einen Mittwochsfrosch? Ja. Was ist das? Yeah, den Mittwochsfrosch. Okay, den habe ich auch am Start. Mal. Zündung! Oh mein Gott, Vitamine, deine Toilette wird verstopfen. Oh mein Gott, was ist das? Und ich würde sagen, wir lassen jetzt auch hier, wow, alles Tschüss. Runterregnen. Tschüss, wir können so winken. Bye, bye. Und oh mein Gott, schafft es deine Toilette überhaupt? Ja, oh, ich habe so viel Geld. Boah, tatsächlich. Und let's go. Wir haben so viel Geld jetzt verdient. Let's go. Warte mal, wir müssen das Geld aber erstmal berühren. Ich habe es davor gar nicht berührt. Boah, bei mir stapeln sich gerade die Scheine. Okay, das ist wirklich sehr gut. Okay, ich bin sprachlos, muss ich sagen. Aber, warte mal, du hast eine Bombe in deine Toilette geworfen? Nein, nein, nein. Das warte, darf man nicht Vitamine, machen. Ich werfe eine Bombe in deine Toilette, um zu schauen, was erstmal passiert. Und oh mein Gott, wenn das Ding jetzt in die Luft geht, dann tut es mir echt gar nicht leid, muss ich sagen. Ich bin ehrlich, ich glaube, da passiert gar nichts. Ich glaube, Bomben müssen wir in der Stadt abwerfen. Oh mein Gott, was? Aber Freunde, wir kaufen jetzt noch mehr Items. Boom. Oh nein. Vitamine. Guck mal, wie ich aussehe. Stehen geblieben. Ich kann sowas auch. Ich habe gebrochene Finger. Ew. Oh, damit würde ich mal zum Arzt gehen. Ich bin wieder klein geworden. Komm her, Vitamine. Wo bist du? Du bist hier. Unten. Und ich hab dich. Oh, was? Ich hab das ganze Haus. Ich muss dich habe ich nicht. Niemals. Meine riesengroßen Hände werden dich. Oh. Schnappen. So, mit dir habe ich was ganz Besonderes vor. Siehst du diesen Mixer dort hinten? Oh nein, nicht in den Mixer. Ich will kein Orangensaft werden. Lecker, 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 Freunde. Aus dir machen wir jetzt einen leckeren Smoothie. Oder würdest du vielleicht leckeres Hundefutter werden? Nein, ich mache aus dir erstmal einen Smoothie. Deswegen würde ich sagen, ab geht es. So, du kommst jetzt erstmal ab in den Mixer mit dir. Oh nein. Aber natürlich, Freunde, was brauchen wir uns? Wir brauchen ein paar Vitamine, wisst ihr? So ein paar Äpfel schnappen wir uns. Was willst du denn, Smoothie? Du darfst sogar entscheiden. Ich versuche hier gerade ehrlich gesagt rauszukommen. Warte, was? Stopp. Oh, wer wohnt denn an das ganz tiefe Meer? Natürlich. Du hast sie nicht mal reingeworfen. Was? Ist sie daneben gefallen? Ja. Okay, kein Problem. Oh, die Ananas. Die Anna liegt auf dem Boden. Kein Problem, aber ich würde sagen, Freunde, nein, Vitamine, du wirst da nicht entkommen. Der Smoothie ist... was? Stopp! Was? Ich kann so auf der Banane klettern? Das darfst du nicht, okay? Das ist gegen die Smoothie-Regeln. So, und ich würde sagen... Du hast wieder nicht getroffen. Egal. Vergiss die Ananas. Ah, ich kann die einfach neu wiederholen. So. Die ist ein bisschen stecken geblieben da drin, aber stopp! Nein, du darfst mir nicht entkommen. Ich bin schnell raus. Freunde, nein. Wir aktivieren den Smoothie und lecker. Du siehst echt lecker aus, muss ich sagen. Oh, wow. Okay, Freunde, ich würde sagen, der Vitamine-Smoothie. Oh, der ist so schön orange im Mixer drin. Und Freunde, da haben wir den Smoothie. Und weißt du, wen ich im Smoothie jetzt geben werde? Komm mal mit. Ja. Hallo, schönen guten Tag, ihr Vitamine-Smoothie-Star. Und warte, können wir ihm das jetzt zum Essen geben und zum Trinken? Oh, er schnappt sich das Ganze jetzt, siehst du? Ja, seine Hand geht dahin. Oh mein Gott. Er hat aber ein bisschen zu viele Chicken Burger gegessen, glaube ich. Oh mein Gott. Er isst ihn einfach. Er soll ihn trinken. Stopp. Einen leckeren Orangen-Bubble-Tee. Ja, das bist du, Vitamine. Der hat gerade nicht getrunken. Let's go. Kann ich Ihnen eigentlich auch hier diesen ekelhaften, leckeren Müllbeutel geben? Warte mal, Vitamine. Entschuldigen Sie, Sir, das sollten Sie lieber nicht essen. Das ist... Doch, essen nein. Sie. Das ist das beste Essen, was es gibt. Er isst den Müllbeutel einfach. Ew, ist das ekelhaft. Also ich weiß nicht, ob das so gesund sein sollte. Nein, ich glaube nicht. Okay, ich glaube, ihm haben wir jetzt genug gegeben. Aber, oh, warte mal, ist das hier eine normale Toilette? Guck, wir haben sogar Toilettenpapier. Oh, warte mal, Toilettenpapier braucht man immer. Aber das könnte auch alles verstopfen. Ja, ich habe mich schon mal gefragt, was passiert, wenn man eine ganze Toilettenpapierrolle ins Klo macht? Verstopft oder das dann? Zwei dazu machen? Oh mein Gott, bei zwei verstopft das locker. Okay, ich würde sagen, können wir den Hebel betätigen? Ich glaube, das ist verstopft. Ich glaube, die Toilette ist verstopft. Oh nein, deswegen würde ich sagen, Freunde, wir müssen zu unseren Toiletten, glaube ich, gehen. Ah, und diese dort reinmachen? Oh ja, und zwar, Freunde, werden wir jetzt hier noch mehr Dinge in unsere Toilette packen. Und okay, was passiert? Wir haben ein Toilettenpapier. Oh mein Gott, in eine Toilette packen. Wird's verstopft? Oh mein Gott, es rattert richtig bei mir. Oh,
ich pack's auch rein und... Guck mal, wie sich der Schalter bewegt. Ja, guck mal, es löst sich sogar. Oh wow. Ja, es löst sich so langsam auf im Wasser. Aber es hat's geschafft, ne? Es hat's tatsächlich geschafft. Ich habe richtig viel Geld. $600. Und weißt du, was ich habe, Vitamine? Ich habe jetzt ein Alien-Paket. Und damit kann ich jetzt die Alien-Items nehmen. Guck mal, ich kann so ein Alien-Smoothie nehmen. Ganze Aliens kann ich nehmen. Soll ich auch bei dir reinschmeißen? Ein Alien-Schwert. Oh, oh mein Gott, hast du die auch? Nee, nee, ich habe das nicht. Aber pack ruhig rein. So, wie wär's mit deiner Alien-Puppe? Wir haben noch alles zur Verfügung, muss ich sagen. Ich habe eine Erdnuss. Eine Erdnuss kommt auch mit rein. Stopft alles rein. Stopft alles rein. Oh mein Gott, okay, okay. Ich würde sagen, wir spülen das Ding ab. Boah, schau, wie das leuchtet. Boah, das sieht gut aus. Wow, ich weiß nicht, ob das so gut für die Toilette ist, aber es sieht cool aus. Es leuchtet und das wichtigste Vitamine ist, wir verdienen Geld damit. Easy. Ja, schau mal, wie groß dein Stapel einfach schon ist. Dein Geldstapel. Wow, und es leuchtet so lila. Okay, ich schnapp mir den ganzen Geldstapel und let's go, Freunde. Wir sammeln jetzt hier das ganze Geld ein. Kann man eigentlich auch ganze Häuser in die Toilette werfen? Ich glaube schon, aber ja, das musst du austesten. Oh ja, das habe ich. Ich habe einfach alles reingehauen. Was? Hä? Aber warte mal, Freunde, ich bin wieder geschrumpft. Nein, das kann nicht sein. Und oh nein, nein, Freunde, wir müssen wir verstecken uns sein. Wir rennen. Bombe. Wow, oh mein Gott, es regnet Bomben. Und nein, 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 Freunde, wir müssen uns verstecken. Wir müssen uns verstecken. Und du hast mich erledigt, geufft. Nein, nein, du hast mich nicht, du hast mich nicht, du hast mich nicht. Tschüss, tschüss. Du weißt nicht, wo ich bin. Ich bin versteckt. Tschüss. Okay. Ich nehme einfach das ganze Haus. Nein, nein, bitte nicht, Vitamine. Oh mein Gott. Es ist Ende für dich. Du musst in die Toilette. Oder willst du vielleicht auch in den Mixer? Oh mein Gott, nein, ich will nicht. Bitte, bitte, bitte nicht zum Mixer. Aber was haben wir noch da alles in der Küche? Wir haben eine Mikrowelle. Wir haben sogar einen Ofen. Oh mein Gott. Bitte nicht in die Mikrowelle. Bitte nicht in die Mikrovitamine. Bitte. Bitte, Mann. Oh mein Gott, was tust du mit mir? Du bleibst erstmal kurz da. Wir öffnen mal unseren Mikro. Oh nein, aua. Was hast du mit mir getan? Und dann kommst du in den... Ofen hinein. Ah, nein, nicht in den Ofen, nicht in den Ofen. Nein, bei mach die Tür auf. 350 Grad für 10 Minuten. Was? 10 Minuten? Ich muss hier raus, Freunde. Wir müssen... Oh mein Gott, wir müssen irgendwie hier rauskommen oder so. Nein. Und, ist es schön warm? Ah, oh, es ist richtig heiß. Was passiert mit mir? Okay, ich glaube, die erste Stufe hast du überlebt. Oh mein Gott, schau mal um mich herum, okay? Kann ich eine kleine Abduschung machen im Waschbecken oder so? Ja, selbstverständlich kannst du eine kurze... Vitamine, wieso machst du die Mikrowelle an? Weil wir einen leckeren warmen Sintex essen. Nein, heiß! Oh, Freunde, nein! Ich bin komplett angebrannt, siehst du mich? Eww, oh mein Gott. Wie siehst du denn aus? Aber was hast du mit mir getan? Was, ein Burger? Oh, warte mal, was passiert, wenn man den Burger da rein tut? Gute Frage. Der wird jetzt richtig schön warm, den kann ich dann eigentlich unseren Freund geben. Hm, das sieht doch ein leckerer Burger aus, aber ich glaube, mit mir ist nichts mehr anzufangen, Vitamine. Freunde, er ist abgelenkt, das ist meine Chance zu entkommen. Tschüss, Vitamine. Hey, stehen bleiben. Schnell, Freunde. Weg, weg. Heiß. Oh mein Gott. Gib mir die Toilette. Was? Kommt aus. Weißt du, wo ich bin? Skibidi Toilette, ich renn weg. Ich bin auf der Flucht. Oh, oh mein Gott, du kannst aus dem Waschbecken raus. Ja, und du kommst in die eigene Mixersuppe. Nein, was? Jetzt gibt es einen schwarzen Smoothie. Den ist doch keiner. Aber Vitamin, ich bin jetzt unten bei der Toilette. Und guck mal, man kann hier wirklich runterschwimmen einfach bei der Toilette. Oh, du meinst innen drin, ne? Das stimmt. Das ist echt ekelhaft, muss ich sagen. Ich habe hier so einen verbrannten Burger. Möchtest du einen essen? Oh, warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich würde sagen, ich glaube, er will einen verbrannten Burger haben, oder? Ja, der isst aber wirklich nur seltsame Dinge. Bitteschön. Der isst einfach alles. Oh, ein schwarzer Burger. Wie lecker. Den werde ich mir jetzt essen. Guten Appetit. Der sieht schon so ekelhaft aus, der Burger. Vor allem, wie viel kann er fressen? Guck ihn mal an, ey. Yo. Okay, er gönnt sich auf jeden Fall den Burger. Geschmeckt? Also ich glaube nicht. Kann ich ihn eigentlich auch irgendwelche Gegenstände hinlegen? Warte mal. Er wird doch nicht jetzt wirklich Barack Obama essen. Oh mein Gott, oh mein Gott, er isst wirklich alles. Und schau mal seine langen Hände an. Hände werden immer länger. Das ist ekelhaft, Freunde. Wir können ihm wirklich alle Items geben. Was? Und oh mein Gott, Vitamin E, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Denkst du, er würde den ganzen Hund essen? Was? Du willst einfach unseren Lieblingshund essen lassen? Warte mal, ich will ihn nicht essen lassen. Ich will nur gucken, ob er ihn überhaupt isst. Aber ich glaube, er wird ihn nicht essen, oder? Ich meine, Freunde, wer isst bitte Hunde?
Ja. Ich glaube, so, er ist hier, alles. Das ist ein neues Haustier, okay? Das ist nichts zu essen. Es ist ein neues Haustier. Streichel ihn. Nimm die Hand weg. Nein. Oh, stopp. Er will streicheln. Er will streicheln. Er will ihn streicheln, glaube ich, oder? Oder? Er will ihn... Oder? Nein. Freunde, er ist der Hund. Was ist mit ihm los, Mann? Aber würde er auch denn Toilettenpapier essen? Ich frage mich das gar nicht. Ich glaube, er isst alles Vitamin. Er isst alles. Ich glaube, er wird wirklich alles essen. Yeah. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit ein paar Super-Horror-Gegenständen. Bist du bereit? Oh ja, was gibt es dort alles? Wir werden es herausfinden. Was ist das hier? Ich habe meine Toilette vollgeparkt. Schau dir mal diese gruseligen Augen an. Wir spülen das Ganze jetzt hier runter. Iu, und jetzt ganz viele von ihnen hier. Das ist jetzt nämlich die Horror-Toilette von... Was hast du so? Mammuts oder so? Ja, ich will gerade die Toilette so voll machen, wie es nur geht. Okay, Freunde, wir machen ein Battle. Wir probieren die Toilette. Die Toilette muss verstopfen. Die Toilette muss verstopfen. Wir machen jetzt alles voll hier. Schau mal meine Toilette an! Hä, wie spammst du das die ganze Zeit? Jetzt spülen! Was passiert da bei dir? Jo, und guck mal, während des Spülvorgangs schmeiß ich einfach noch mehr rein. Oh mein Gott, deine Toilette muss echt einiges aushalten, ne? Ja, es ist ja auch nicht umsonst eine Riesentoilette. Das stimmt, aber als nächstes, Freunde, haben wir uns... Oh, kennst du den hier? Kennst du ihn hier? Oh, Dog Day? Das ist Mickey Maus. Oh. Mickey Maus, Wunderhaus. Irgendwie sieht der gruselig aus, ja, Mickey Maus. Ja, das ist der Horror, hey, Mickey Maus. Ich klaue mir mal ein paar Sachen von dir. Was? Stopp! Stopp, Freund, ich würde sagen, wir spielen jetzt die Horror-Toilette nach unten. Wow, okay, das ist echt gruselig, muss ich sagen, Freunde. Aber wir verdienen richtig viel Geld damit auf jeden Fall. Okay, mal gucken, wer am Ende den größeren Stapel von uns beiden hat. Oh, ich habe meinen Stapel schon eingesammelt. Okay, wie viel Geld hast du bis jetzt aber? Insgesamt 1000, aber guck mal, was da noch alles liegt bei mir. Wow, warte mal. Warte mal, kann ich dein Geld klauen, Vitamine? Und? Ich glaube, das geht nicht. Nein. Ich dachte, ich könnte dein Geld klauen, Mann. Das wäre ja auch ein bisschen unfair, oder? Ja, das stimmt. Was spielst du da runter? Laternen? Laternen. Ich gehe mit meiner Laterne. Freunde, ich würde sagen, wir werden jetzt ein Bombenklo machen. Oh, explodieren ja direkt aber die Bomben. Ja. Kann man gar nicht runterspülen. Nee, leider nicht. Ich finde das ein bisschen schade. Okay, das stimmt echt. Aber es gibt natürlich noch Schwerter und... Oh mein Gott, Freunde, wir können Schwerter, wir können Tränke und alles... Oh, runterspülen. Die explodieren auch, ne, die Bomben hier drinnen. Oh, schau mal, was ich habe. Wir können uns einfach noch zusätzliche Items kaufen mit Geld. Was? Du hast ein Messer? Von wo hast du das? Ja, da links können wir uns hier zusätzliche Items kaufen. Guck mal, ich habe sogar jetzt eine Kiste. Okay, stimmt, Freunde. Wir können uns... Ah, mit dem Geld können wir uns jetzt richtig viele Items kaufen, Freunde. Ihr seht es. Zack. Okay, ich würde sagen, wir kaufen einfach alles mal. Und das ist nicht mal teuer. Ich habe sogar einen Goldbarren. Wie cool. Oh mein Gott, was? Du hast einen Goldbarren? Oh mein Gott. Toilette. Und guck mal, was ich habe. Ich habe eine Gewichtshantel. Boah, die ist schwer. Die bringt alles zum Explodieren, glaube ich. Ey, wir können so viel damit machen, ne? Freunde, ja, wir haben so viele Items, die wir jetzt hier tatsächlich benutzen können. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Kamera? Wir machen eine Kamera unter Wasser, wie es so in der Kanalisation ist da unten. Ja, das stimmt. Hast du gerade meine Kamera geklaut? Nein. Okay, oder wie wäre es mit einem Basketball, Freunde? Ich glaube, ich werfe jetzt einen Korb. Juhu. Junge, ich will meine Sachen runterspülen. Du klaust mir alles. Ich spüle die da bei mir runter. Oh, Mann, die Toiletten sind so riesig. Oder? Ja, ich glaube, wir sind eher riesig. Oh nein, ich bin schon wieder witzig geworden. Vitamine, siehst du mich? Siehst du mich? Guck mal. Komm her. Nein. Sei eine brave Vitamine. Oder ich würde sagen, oh, was können wir noch machen? Oh, warte mal, wir können einfach Dächer nehmen und sie von unten runterfallen lassen. Aber Vitamine, ich habe hier ein zusätzliches Item hier, was, wodurch du auf jeden Fall kommen wirst. Stehen geblieben. Oh, okay. Wow, was? Ich kann wirklich schießen damit. Nein. Komm her, Vitamine, komm her. Habe ich getroffen? Ich weiß nicht, ich mache Breakdance. Oh. So, mein Lieber, du kommst jetzt mal ab ins Gefängnis. Du warst ein unartiger Vitamine. Was? Das ist unfair. Ich will raus hier. Und ich bin der Polizist. Ich werde dich hier gut bewachen.
Was ist mit dir passiert? Ich weiß nicht. Noch geht's mir nicht gut. Nein. Stehen bleiben! Nein, du bleibst schön im Gefängnis. Hast du gehört? Du bleibst schön im Gefängnis. Ich kann nicht mal raus. Und jetzt, Vitamin, habe ich eine Idee. Und zwar, Freunde, wir lassen jetzt Gegenstände vom Himmel fallen. Achtung, es regnet Gegenstände. Kriechen! Oh mein Gott, niemals. Achtung! Oh mein Gott, guck mal, was hier von oben kommt. Siehst du das? Bomben! Oh mein Gott, eine Riesenbombe! Oder wie wär's mit ein paar Schwertern, die wir vom Himmel runterfallen lassen? Oh, ich muss ausweichen, aber... Oh, vielleicht kann ich damit ja ausbrechen. Warte mal, stopp. Nein, Freunde, wir müssen uns verändern. Wir müssen Bomben droppen. Nein, ich hab das Schwert explodieren lassen. Oh mein Gott, Freunde, wir werden Vitamine jetzt einen Streich spielen und... Vitamine, guck mal, was von oben kommt! Ah, was ist das denn? Ah! Das ist Chomper und ich habe noch viel mehr. Und wie wär's mit einem Dämonenkopf, ne? Hey, warte mal, danke! Oh. Nein, Freunde. Wir müssen jetzt schnell hier, oh mein Gott, unser Item hier auswählen. Du darfst nicht entkommen! Ich komm raus. Ja! Nein, Freunde. Wo ist er hin? Steh geblieben! Nein! Ich schnapp mir dich! Ah. Und jetzt würde ich sagen, wie wär's mit einem Vulkan drin? Oh. Nein, es ist zu heiß. Oh mein Gott, Freunde, der Kopf ist am Brennen. Das sieht ja richtig gefährlich aus. Und warte mal, Freunde, wo ist Vitamine hin? Ich hab's nicht überlebt. Ja, wurdest du geufft? Ich wurde geufft. Ich mach Weitwurf in meine Toilette. Oh mein Gott, das kannst du gerne machen. Boing. Aber warte mal. Wow, sehr gut, aber der Goldbarren ist wirklich das teuerste Item, was es gibt, ne? Ganz genau, das ist wirklich das allerteuerste. Wow, Freunde, schaut euch mal die Goldbarren an. Und okay, ich würde sagen, wir machen jetzt alles voll mit Goldbarren, ja? Ich kann eine Schnecke in meine Toilette packen. Oh nein, die arme Schnecke. Und Kars. Was? Von wo hast du Kars? Und damit, es ein bisschen kälter ist, kann ich sogar einen Eiswürfel reinpacken. Warte mal, weißt du, was ich dazu sage, Vitamine? Stopp, hör auf damit. Wir müssen aufhören. Aber, okay, ich würde sagen, wir werfen alles rein. Und ich will jetzt die Goldbarren reinwerfen. Die teuersten Items, die es gibt, ne? Oh, stimmt. Wir haben ja so viele, ne? Ich meine, wenn wir Gold auspupen aus der Toilette, müssen wir doch richtig viel Geld verdienen eigentlich, oder? Macht das Sinn? Warte mal, ich habe eine Sitzhand. Was bedeutet das? Ey, hier können manche drauf sitzen. Was? Oh mein Gott, das bedeutet, wenn man schrumpft, dann kann man da drauf sitzen. Ich habe einen Baum geklaut vor der Stadt. Ja, der Baum kommt auch mal rein in die Toilette, Freunde. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt wirklich. Komm, wir packen alles voll mit Goldbarren, okay? Bist du bereit für die teuerste Spielung? Ich muss das löschen! Hier ist so, nicht in mein Auge! Okay, ich pack mal ein bisschen was mit rein. Oh mein Gott, und wir haben hier noch mehr gruselige Monster sogar am Start, Freunde. Oh, das ist Thaddäus, glaube ich, der gruselige. Thaddäus. Der ist ja echt ekelhaft. Aber ich würde sagen, komm, Vitamin, hilf mir bei den Goldbarren. Wir werden jetzt hier die teuerste Spülung aller Zeiten hinbekommen. Und ein Flushy-Emoji. Yeah, oh mein Gott. Boah, bei dir ist so viel Gold drin. Freunde, ich würde sagen, das ist jetzt die teuerste Spülung. Bist du bereit? Ich bin bereit. Und wir spielen das Ganze. Wow, Gold runter, Freunde. Let's go. Und aus Gold wird jetzt Geld gemacht. Oh mein Gott, und wir sind jetzt wirklich reich geworden. Let's go. Guck mal, meinen Riesenstapel. Wir haben heute so viel Geld verdient durch das Spielen von Gegenständen runter. Yeah, das hat mega, mega Spaß gemacht. Freunde, wir haben alles runtergespielt. Like und Abonnieren nicht vergessen. Oder würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss.